mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Da möchten wir Ihnen jetzt einige erhellende Informationen zur schönen Welt der gehobenen Privatkunden, der Kunstversicherung oder der privaten Kunden aufzeigen, für die wir einige sehr, sehr schöne Produkte anbieten können. Vielleicht vorneweg noch einige allgemeine Themen. Sie erhalten auch für diesen Vortrag IDD-Weiterbildungszeiten. Das gilt sowohl für die Kollegen aus Deutschland, aber auch aus Österreich. Sie sehen dann in dem Programm letztendlich noch die Fragen, die es gerade für die österreichischen Kollegen zu beantworten gilt, bevor sie dann letztendlich ihr Zertifikat erhalten. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie die natürlich im Chat jederzeit stellen. Wir würden die dann, sofern im Nachgang noch Zeit verbleibt, die Fragen beantworten. Oder Sie können natürlich auch dann im Nachgang, wenn Sie das Ganze per E-Mail nochmal an uns schicken, dann eine Antwort von uns erhalten. So, dann vielleicht noch ganz kurz. Wir sind technisch ein wenig aus der Bahn geschmissen worden, aber Sie werden davon hoffentlich vom Inhalt zumindest nichts merken. Aber was jetzt auch das Bild angeht, Ihre Referenten, mich sehen Sie ja bereits. Mein Name ist Timo Greitmeier. Ich bin seit 15 Jahren bei der Hiscox Niederlassungsleiter in München und aufgrund meiner Historie sehr stark dem nun vorzutragenden Thema zugewandt. Und ich möchte auch noch ganz kurz auf meine Kollegin, die Frau Zucker, verweisen. Hallo. Genau, also wir werden es jetzt so machen, ein ewiges Hin und Her. Die Frau Zucker verantwortet den kompletten Produktbereich und, sage ich mal, ist mitunter verantwortlich für die sehr, sehr schönen Produkte, die wir hier Ihnen aufzeigen werden. Dann steigen wir jetzt auch gleich schon mal ein im Endeffekt zur Agenda ganz grob. Im Endeffekt zeigen wir auf, warum Hiscox der HNW-Versicherer ist. Sie werden sich vielleicht wundern, was HNW ist. High Net Worth Individuals. Und um das Ganze noch zu toppen, gibt es auch die UHNWs, die Ultra High Net Worth Individuals. Das ist letztendlich genau das Kundenklientel an gehobenen Privatkunden, für die wir im Wesentlichen unsere Produkte anbieten wollen. Dann haben wir eine Allgefahrenversicherung als Standard im Angebot. Wir bieten über die reine Versicherungsthematik auch Assistenzleistungen und Services und Dienstleistungen an, die wir Ihnen nochmal kurz nahebringen wollen. Und dann haben wir noch einen Ausblick über die weiteren Produkte, die wir in diesem Produktsegment Ihnen heute vorstellen wollen. Dann steigen wir ein. Die Hiscox gibt es mittlerweile seit über 100 Jahren, gegründet im Jahre 1901. Jetzt wollen wir nicht die ganze Historie durchgehen, sonst würde es den zeitlichen Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass wir seit 1995 im deutschen Markt sind und insbesondere seit den 50er, 60er Jahren auch als Teil des Lloyd-Syndikats und des Lloyd-Marktes im Bereich der Kunstversicherung sehr, sehr stark unterwegs sind. Wir haben auch selber eine sehr, sehr große Firmensammlung oder Corporate Collection, wie es heißt. Neben den gewerblichen Risiken, die wir auch betreuen, geht es ja primär heute um das Thema der Kunstrisiken und der vermögenden Privatkunden, die wir im Fokus haben. Ansonsten stehen Ihnen über 200 Mitarbeiter in Deutschland zur Verfügung und davon mehr als 10%, sondern also sogar 35 Mitarbeiter in den Bereichen des Betriebs, des Underwritings und der Schadenerteilung, die tagtäglich nichts anderes machen, als sich mit diesen besonderen Risiken und außergewöhnlichen Segmenten zu widmen. Wir haben auch Kunsthistoriker und Kunstwissenschaftler, was natürlich für einen Kunstversicherer durchaus ein sehr probates Mittel ist, um hier auch weiterhin Know-how und Expertise an den Mann oder die Frau zu bringen. Alternativ haben wir auch externe Sachverständige, aber dazu später mehr. Sie sehen auch, dass wir weltweit im Einsatz sind letztendlich, aber was für Sie, glaube ich, viel spannender ist, ist hier die deutschlandweite Aufstellung. Also im Endeffekt versuchen wir uns über unseren regionalen Ansatz immer dort vor Ort zu sein, wo wir gerade gebraucht werden. Das ist neben der Hauptniederlassung in Deutschland, die mit München begleitet wird, auch hier auf der Deutschlandkarte zu sehen, in Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Berlin und Stuttgart, wo wir, sage ich mal, tätig sind und dann in den jeweiligen Regionen auch unsere Vertriebsmitarbeiter und Underwriter im Einsatz haben. Leider sind zwei andere Bereiche oder Länder, in denen wir auch noch unsere Produkte anbieten, nicht aufgeführt. Das ist zum einen das schöne Österreich, was mir als Niederlassungsleiter für München auch sehr am Herzen liegt, weil wir neben den bayerischen Vermittlern auch den österreichischen Markt ganz klar im Fokus haben, sowie auch die Schweiz.
Dann gehen wir auch gleich weiter. Hier, das sind Kollegen, die der ein oder andere von Ihnen vielleicht kennt. Das sind unsere Vertriebs-Underwriter der einzelnen Büros, die wir Ihnen gerade aufgezeigt haben. Das ist zum einen die Frau Bayerle und der Herr May aus Hamburg, der Herr Nitschke und der Herr Schreib aus München, der Herr Rupp in Köln, der Herr Laxenhofer in Stuttgart, wobei er ist nicht so blass, wie er hier auf dem Foto erscheint. Das ist wirklich unsere letzte Akquise, der Ihnen aber dann auch farbenfroh zur Seite stehen wird. Und die Frau Stamp in Frankfurt. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte ja vorhin von 35 Personen gesprochen. Wir haben natürlich auch noch ein sehr großes Innendienst-Underwriting, wodurch wir wirklich auch sehr, sehr viel und sehr schnell und sehr gut qualitativ hochwertig Ihre Anfragen beantworten können, sowohl schriftlich als auch auf dem telefonischen Wege. Warum Hiscox? Jetzt wollen wir ein bisschen reingehen. Im Endeffekt, wenn man oder was mir ab und zu mal wieder gespiegelt wird, ist ja, ihr habt ja eine Hausrat- oder Privatkundenversicherung. Da gibt es ja schon so viele Anbieter. Wir machen das einfach mit unseren arrivierten Partnern. Im Endeffekt ist unser Ansatz der, dass wir uns auf ein sehr spezielles Klientel fokussieren. Das ist der gehobene Privatkunde oder der HNW-Kunde, wie ich ihn vorhin aufgezeigt habe. Und das bedeutet auch, dass wir unseren Kunden an erster Stelle stehen haben. Wir letztendlich machen keine Produkte von der Stange, sondern wollen über einen individuellen Ansatz die Zufriedenheit der gemeinsamen Kunden als wichtigstes Gut erachten und danach auch unser Handeln ausrichten. Wir sind auch sehr wichtig Experten für digitale Antragsstrecken. Also wir haben neben den archivierten Methoden wie das klassische, ja, den klassischen Fragebogen, können wir sehr, sehr viele Risiken auch sehr schlank über eine Dunkelverarbeitung und über digitale Antragsstrecken abarbeiten. Was gerade in den eher standardisierteren Risiken dann zu einem sehr schnellen Abschluss und Erfolg führen kann. Wir sind weltweit vernetzt. Ich hatte Ihnen vorhin kurz die Karte gezeigt, wo wir weltweit im Einsatz sind. Was für uns hier durchaus interessanter ist, ist der europäische Markt, der europäische Fokus, weil sehr viele unserer Kunden, ihrer Mandanten, ihrer Klienten auch Ferienhäuser beispielsweise oder Risiken grundsätzlich im europäischen Ausland haben. Und wenn hier Know-how gefragt ist oder Not am Mann ist, können uns da die Kollegen vor Ort auch wirklich bestmöglich unterstützen, was am Ende dann auch unseren gemeinsamen Kunden wieder zugutekommt. Wir bieten exzellenten Service. Das ist letztendlich auch einer unserer USPs, die wir selber uns auf die Fahne schreiben. Also wir wollen nicht nur, ja, sag ich mal, den Otto-Normalverbraucherweg einschlagen, sondern wir wollen Ihnen wirklich von Anfang an vom Underwriting, von der Risikoerhebung zur Ermittlung des genauen Risikobedarfs als auch dann über die Dokumente bis hin zur Schadenabwicklung bestmöglich zur Seite stehen. Wir sind mehrfach ausgezeichnet und prämiert worden, neulich erst über den Goldenen Bullen oder über diverse Gütesiegel der Askompakt. Und was auch noch wichtig ist, das kommt jetzt immer mehr heraus oder das möchte ich Ihnen immer mehr herausstellen, dass wir kein Generalist sind. Wir haben, sage ich mal, nicht alle Branchen im Angebot, die Sie sonst vielleicht vom Versicherungsmarkt her kennen. Also wir haben keine Personenversicherung, wir haben keine klassischen Unfallversicherungen, um da nur einige zu nennen, sondern wir sind wirklich Spezialist in den Bereichen der Kunstversicherung der gehobenen Privatkunden und sind auch sehr sicher, insbesondere aufgrund der jahrelangen Erfahrung, die wir hier auf dem deutschen Markt oder in der Gruppe haben, Ihnen hier der bestmögliche und sicherste Partner zu sein. Gut, dann übergebe ich das Wort an die Frau Sucker. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich zwischendurch einmal husten muss. Hier nochmal im Überblick das, was der Kollege Kaltmeier gerade schon ein bisschen ausführlicher dargestellt hat, für Sie zum Merken, warum Hiscox, wir sind der Spezialist für besondere Kunden mit besonderen Werten. Und das heißt nicht immer, dass das Objekt besonders hochpreisig sein muss, also gerade zum Beispiel im Oldtimer-Bereich oder auch im Ferienhausbereich geht es uns darum, dass wir die Kunden versichern, die Leidenschaft für dieses für diesen einzelnen Gegenstand haben und ihn hegen und pflegen. Das ist uns sehr wichtig. Das heißt, hier sind wir auch in speziellen, besonderen Zielgruppen unterwegs.
In unserem Team haben wir, wie auch schon vorher erwähnt, Fachwissen, also zum Beispiel auch im Classic-Car-Bereich mit unserem Oldtimer-Experten Rainer Polkert, den Sie auch später nochmal in einem der anderen Vorträge sehen werden. Das heißt auch hier, wenn Sie Fragen haben für Ihren Kunden oder auch für sich, wie Sie weitere Oldtimer-Kunden ansprechen wollen, kommen Sie gerne immer auf uns zu. Hier sind wir wirklich fachlich ganz tief drin mit den Kollegen und kennen die neuesten Trends in der Szene. Die Schadenbearbeitung ist hier auch nochmal aufgeführt und unser hoher Servicegedanke sowie die digitalen Abschlussmöglichkeiten. Ich möchte hier aber nochmal auf den letzten Punkt hinweisen, die regelmäßigen Produktverbesserungen. Und auch hier sind wir immer sehr offen und freuen uns über Ihr Feedback, wenn Sie in unseren Produkten Verbesserungspotenzial sehen. Kommen Sie gerne auf einen der Sales Underwriter, die in den vorherigen Folien vorgestellt worden sind, zu. Und das landet dann irgendwann bei mir und wir schauen uns dann vor jedem regelmäßigen Update an, was so reingekommen ist über die Zeit. Hier nochmal die Allgefahrenversicherung. Das ist ja der Standard, den wir anbieten in unseren Privatkundenprodukten. Einmal bedeutet die Allgefahrendeckung eine Umkehr der Beweislast. Das heißt, wir müssen im Schadenfall nachweisen, ob ein Schaden vorliegt oder nicht und nicht der Kunde. Dazu kommt, dass unsere Produkte sehr hohe Entschädigungsgrenzen haben. Also beispielsweise in unserem Produkt Haus und Kunst ist bedingungsgemäß schon eine Entschädigungsgrenze von 50.000 Euro für Schmuck weltweit automatisch enthalten. Und das ist wirklich für die viele, viele Kunden ausreichend. Das kann aber natürlich auch individuell erhöht werden. Einmal einen Anruf wegdrücken von meinem Kollegen, den er gerade bekommt. Wir sind immer bemüht, dass unsere Bedingungswerke klar verständlich sind und sehr kurz gehalten sind, mit nur wenigen Ausschüssen und Obliegenheiten, weil es uns sehr wichtig ist, dass die Kunden unsere Bedingungswerke verstehen und auch sich mal abends aufs Sofa setzen können und in ihrem Bedingungswerk lesen und es nicht ein absolutes Kauderwelsch mit 1000 Referenzen ist, sondern auch für den Kunden und für Sie natürlich ganz klar ersichtlich ist, was ist versichert und was nicht. Wir haben in fast allen Produkten eine Police, in der alle privaten Sachwerte versichert werden können, sowohl im Inland als auch im Ausland. Das heißt, sowohl der Hauptwohnsitz als auch verschiedene Ferienwohnsitze sind hier dann versicherbar. Wir sind immer darum bemüht, unsere Bedingungswerke aktuell zu halten. Das heißt, es fließen neue Trends ein wie E-Mobilität oder auch Smart Home oder neue Gefahren, die sich stellen durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice, sodass zum Beispiel unser Haus- und Kunstprodukt auch ein Privat-Cybercover hat. Und das ist alles zusammen in einer Police abschließbar. Hier in der Übersicht einmal die Produkte, die wir für unsere Privatkunden anbieten. Das ist einmal, das hatte ich gerade schon erwähnt, das Produkt Haus und Kunst. Das ist unser umfassendster Schutz. Das, in der Police können Hausrat, Kunst- und Wertgegenstände und Gebäude eingeschlossen werden, sowie Privat, Cyber und auch eine Family Protection. Das ist dann alles in einer Police abschließbar. Hier sind die E-Grenzen individuell anpassbar, wie in den anderen Produkten auch. Und da sind nach oben kaum Grenzen gesetzt. Wir haben sehr hohe Entschädigungsgrenzen und sind gerade im Privatkundenbereich da eigentlich noch nicht an unsere Maximalkapazität gestoßen. Mundial, das ist ein bisschen ein Fantasiename für das Produkt der Ferienimmobilien im In- und Ausland. Hier sind sowohl Hausrat und Gebäude als auch Gebäude alleine abschließbar. Und genau, es können Ferienwohnsitze innerhalb Europas abgesichert werden. Und diese können auch für eine Zeit des Jahres vermietet sein. Classic Cars, das ist unsere Young- und Oldtimer-Versicherung für Einzelfahrzeuge und Sammlungen, in der wir uns genau auf die Zielgruppe Classic Car oder Oldtimer-Sammler spezialisiert haben. Hier geht es nicht darum, dass das einzelne Fahrzeug einen Wert von über 300.000 Euro haben muss, sondern dass, wie gesagt, dieses Fahrzeug als Nicht-Alltagsfahrzeug genutzt wird und
hier durch den Kunden sehr gut gepflegt wird und einen bestimmten Zustand hat und wir dann ein sehr weitgehendes Cover anbieten mit natürlich dann auch dem entsprechenden Service und Schadenservice, wie Sie es bei Hiscox gewohnt sind. K&A ist hiermit aufgeführt, das ist unsere Kidnap and Ransom Police. Da werden sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Schifffahrtunternehmen versichert. Das passiert in einem separaten Team. Das sind sehr sensible Daten natürlich und die, gerade wenn es um das Thema Ransom geht, das heißt, es wird nicht durch die Underwriter betreut, die Sie vorhin gesehen haben. Aber auch hier natürlich, wenn Sie hier Bedarf haben, kommen Sie auf die Kollegen zu und Sie leiten das an das entsprechende K&A-Team weiter. Dann auf der rechten Seite sehen Sie unsere Produkte, die wir als Kunstversicherer anbieten. Einmal Fine Art and Collections, das ist der Versicherungsschutz für private Sammlungen und auch Firmensammlungen. Also man kann sich das merken, wie das ist der Schutz für alle Kunstsammlungen, die nicht öffentlich zugänglich sind oder zum Verkauf angeboten werden. Dafür nämlich gibt es dann das separate Produkt, Gallery and Institutions. Das ist dann das passende Produkt für Museen, Kunsthändler, Galerien oder auch andere Ausstellungshäuser. Und hier greifen wir auf eine langjährige Expertise zurück und auch ein europaweites Netzwerk, was Kunstexpertise angeht. Hierzu auch später mehr in einem unserer weiteren Vorträge, die wir jetzt auch gleich im Anschluss nochmal vorstellen werden. Ich muss ein bisschen was wegklicken, dass ich das überhaupt sehe. Wen versichern wir? Who is the client? Das ist unser Motto, das wir hegen und pflegen im Underwriting, wenn eine Anfrage reinkommt. Also unser Hauptfokus sind vermögende Privatkunden, weil auch wenn das der Oldtimer oder das Ferienhaus nicht von exorbitantem Wert ist, hat man ein gewisses Vermögen, um sich solchen extra Luxus zu leisten. Und wie gesagt, die Kunden sind entweder sehr vermögend oder haben eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema. Diese Produkte, gerade diese Allgefahrenprodukte, setzen ein tiefes Vertrauensverhältnis zwischen uns und unseren Kunden und auch mit ihnen als Vermittler voraus, da wir natürlich auch zum Beispiel verlieren und liegen lassen, versichern. Deswegen ist dieses Thema Who is the Client besonders wichtig und der Underwriter wird da gegebenenfalls in die eine oder andere Richtung mal eine Frage stellen, weil es darum geht, wir wollen, geben dem Kunden auch einen Vertrauensvorschuss mit diesem Allgefahrenprodukt und wollen dann im Schadenfall auch wirklich zügig leisten können. Diese besondere Zielgruppe fordert halt Leistung und Service, der über den puren Versicherungsschutz hinausgeht. Und was wir da weiterhin noch anbieten, sehen Sie auf den nächsten Folien. Das ist wirklich, was wir über die letzten Jahre immer wieder festgestellt haben, diese Kunden sind einfach auch gewohnt, in anderen Bereichen ihres Lebens bevorzugt behandelt zu werden. Und das erwarten sie dann auch von ihrem Versicherungsprodukt, von ihrem Versicherungsvermittler, von ihrem Versicherungsunternehmen. Und das leisten wir tagtäglich, gerade im Schadenteam, aber natürlich auch im Underwriting-Team, dass die Angebote zügig bei ihnen sind und dass wir dann auch in der Schadenabwicklung wirklich zügig voranschreiten können. Mehr als nur Versicherung, was bietet Hiscox? Ein paar Punkte wurden schon angesprochen. Hier nochmal ganz wichtig, was auch dann wirklich sehr hilfreich ist im Schadenfall, sind die persönlichen Ansprechpartner, also nicht nur im Underwriting, wie Sie vorher gesehen haben, sondern auch im Schadenfall, dass Sie als Vermittler auch einfach wissen, wer ist denn jetzt hier zuständig, wer kann mir für meinen besonderen Kunden hier zügig weiterhelfen. Wir unterstützen bei der Ermittlung der Versicherungssummen durch einen Gutachterservice, sei es im Gebäudebereich, aber auch im Kunst- und Schmuckbereich zum Beispiel, weil es bei diesen Werten oft, wenn es der Kunde nicht gerade selber weiß oder auf dem Schirm hat, was der aktuelle Wert ist, nicht ganz einfach ist, das einzuschätzen. Und hier greifen wir auf ein weitgehendes Expertennetzwerk zurück. Und das gilt dann sowohl im Schadenfall als auch zum Beispiel, wenn ein neues Gebäude gebaut wird und es bestehen Fragen zur Sicherheitstechnik oder zum Krisenmanagement, wie kann man das am besten aufstellen. Auch hier können wir Ihnen weiterhelfen. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass der Kunde weiß, wo er versichert ist und dass er auch etwas davon hat von seinem Versicherungsprodukt von Tag 1. Sonst ist es oft so, dass Kunden in Kontakt treten mit ihrer Versicherung, wenn sie einen Schaden haben
und im Zweifel vielleicht gar nicht wissen, wo sind sie versichert und ist es überhaupt das richtige Produkt. Da haben wir im letzten Jahr unsere Premium Lounge, Hiscox Premium Lounge, ins Leben gerufen, die eine digitale Plattform bildet für die Leidenschaften der Kunden, wo sie sich informieren können, exklusive Inhalte bekommen und das heißt von Tag 1 ein Produkt erhalten, was Mehrwert für sie bietet. In dieser Premium Lounge, wo nicht nur die Kundenzugang haben, sondern auch Sie als Vermittler, finden Sie Tipps rund um Sicherung, Sicherheit, also welches Alarmsystem funktioniert, wie und wie liegt das zum Beispiel auch preislich. Dann gibt es Prozente rund ums Einkaufen, also Vorteilsangebote für Hiscox-Kunden. Es gibt eine Rubrik über die schönen Dinge des Lebens, also zum Beispiel Künstlerinterviews mit neuen, aufstrebenden Künstlern, aber auch wirklich richtige finanzielle Mehrwerte, zum Beispiel der Zugang zur Artnet Price Database, der sonst kostenpflichtig ist, ist hier für die Hiscox Premium Lounge Kunden frei verfügbar. Und wir bieten auch immer wieder, das werden Sie auch in den weiteren Vorträgen heute sehen, immer wieder Impulsvorträge dort in der Premium Lounge, dazu später mehr. Und dazu wieder zu meinem Kollegen. Wunderbar, vielen Dank, Alina. So, jetzt biegen wir quasi schon in die Schlussgerade ein. Wie von meiner Kollegin gerade nochmal dargelegt worden, haben wir einfach durch eine große Anzahl an sehr, sehr vielen Dienstleistungen und Service ganz klar Ihren Kunden und auch mit einem individuellen Fokus und einem individuellen Bedarf im Vordergrund. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass auch in dem Segment es durchaus dazu vorkommen kann, dass man vielleicht jetzt nicht eine millionenschwere Kunstsammlung, Gebäude oder Hausrat sein eigen nennt, sondern eher im standardisierteren Bereich unterwegs ist, Bereich in Anführungszeichen. Und da haben wir natürlich auch eine sehr, sehr gute und einfache Möglichkeit geschaffen, in unseren diversen Produkten, die wir in diesem Segment anbieten, sehr schlank zu einem Abschluss zu kommen. Das bezieht sich zum einen auf das Segment der Ferienhäuser, dann die Oldtimer, Haus und Kunst, Kunst- und Sammlungsgegenstände. Also bei Kunst- und Sammlungsgegenständen ist es so, dass wir bis zur Versicherungssumme von 500.000 Euro sehr, sehr schnell und schlank anbieten können. Wir haben einige Risikoparameter, die positiv zu beantworten sind. Es muss auch nicht mal hier eine abschließende Liste eingereicht werden. Bei Haus und Kunst ist es so, dass wir Gebäude bis 1 Million Euro versichern, Hausrat bis 500.000 Euro, wobei wir hier eine Wertsachengrenze von 40% nicht überschritten haben wollen. Dann das Thema bei Oldtimern, können wir auch bis 90 respektive jetzt 120.000 Euro pro Einzelfahrzeug machen, wobei die Anzahl an gesamt 3 Fahrzeugen nicht überschritten werden darf. Bei den Ferienhäusern ist es so, dass wir Gebäude bis 750.000 Euro versichern können und Hausratssummen bis 150.000 Euro. Und auch hier nochmal insbesondere im Segment der Ferienhäuser, weil ja die Kunden zum einen nicht täglich vor Ort sind oder auch Sie das Risiko gar nicht kennen, scheuen Sie sich nicht. Sie haben hier die Möglichkeit, wenn Sie, es sind insgesamt 3 Bildschirmseiten lang, die Fragen beantworten. Sie können das Risiko genau spezifizieren über Google Maps. Und mit diesem Abschluss beziehungsweise mit der korrekten Beantwortung der 8 respektive 9, je nachdem, ob ein Gebäude mit dabei sein soll oder nicht, beantworteten Fragen, genießen Sie automatisch mit Versendung, mit Beantragung Versicherungsschutz. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und einfaches Vehikel, um hier sorgenfrei an Versicherungslösungen zu kommen. Genauso verhält sich es eben dann auch für die anderen Produkte. Genau, tue Gutes und sprich mehrfach drüber. Diese Folie haben Sie gerade gesehen. Viele von diesen Themen sehen Sie dann nochmal vertiefter zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte einfach nur nochmal ein paar bereits erlernte, um der Lernkontrolle vorwegzugreifen, Schlagwörter und Fachbegriffe einfach nochmal aufführen. Also im Endeffekt, diese Produkte, die wir in dem Segment anbieten, sind alles Allgefahrenprodukte. Das heißt, sämtliche Schäden infolge Beschädigung, Zerstörung oder abhanden kommen gelten als mitversichert. Bei Haus und Kunst geht die Police ab einer Versicherungssumme von 150.000 Euro los. Wenn Sie mich fragen, gerne darf es auch ein bisschen mehr sein im Endeffekt. Plus die Möglichkeit, Schmuck, Kunst, optional die Hausart, das Gebäude mit zu versichern und das Ganze noch über mehrere Risikoorte, sogar über mehrere Länder hinweg anzubieten. Mundial gibt es keine Mindestversicherungssumme. Es gibt hier Mindestbeiträge von 200 respektive 250 Euro fürs Gebäude oder Hausrat.
Und das Schöne ist, das Ganze findet alles in deutscher Sprache, mit deutschen Policen und deutscher Schadenabwicklung seinen Weg zu ihrem Kunden. Und es muss nicht mal eine andere Hiscox-Police abgeschlossen worden sein. Das heißt, der Hauptwohnsitz muss gar nicht bei uns sein. Thema Classic Cars, alles, was im Bereich der Liebhaberfahrzeuge fällt. Auch hier spielt es keine Rolle, ob es Youngtimer oder Oldtimer sind. Sofern die Fahrzeuge älter als 20 Jahre sind und Mindestversehungssummen von 5.000 Euro aufweisen, können wir sowohl die Casco als auch die KH-Deckung bedienen. Im Bereich der Kunstversicherung wird auch viel zu wenig meines Erachtens drüber gesprochen. Wir haben hier auch eine weltweite Außenversicherung automatisch inkludiert. Wir haben Wertminderungen mitversichert. Wir haben eine weltweite Transportdeckung automatisch inkludiert, sofern durch eine Kunstspedition oder im Eigentransport durchgeführt ist, wenn die Kunst sach- und fachgerecht verpackt ist. Ähnlich verhält sich es auch bei dem Thema der Galerien und Institutionen. Also auch hier die Vertriebsunderwriter oder die Kollegen vom Innendienst stehen in jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Bitte scheuen Sie sich nicht, es gibt keine blöden Fragen, das habe ich gelernt. Wir wollen wirklich Ihnen den bestmöglichen Service bieten und dafür können Sie uns jederzeit behelligen. Um das Ganze jetzt noch abzurunden, haben wir letztendlich hier noch einen kleinen Ausblick gesetzt auf die weiteren Produkte, die Ihnen näher gebracht werden sollen, angefangen von dem Thema Classic Cars. Dann dürfen oder müssen Sie nochmal mit mir Vorlieb nehmen bei dem Thema der Schadenbetrachtung im Rahmen der Allgefahrenprodukte. Dann auch speziell was zu den Liebhaberfahrzeugen und dann auch nochmal tiefergehend im Bereich der Kunstversicherung, wo die Frau Zucker nochmal einen Slot hat. Da würden wir uns sehr freuen, wenn der ein oder andere den Weg von Ihnen dort auch nochmal findet, insbesondere zum spannenden Bereich des Erbrechts, wo auch verlängerte IDD-Weiterbildungszeiten angerechnet werden. So, nun kommen wir aus dem produktspezifischen Teil nochmal zu ein bisschen was Administrativen, aber auch zu was Schönem für Sie. Zum einen möchten wir uns beide, auch die Frau Zucker, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, logischerweise, hat uns sehr gefreut. Ich glaube, für die Fragen haben wir leider jetzt keine Zeit mehr, aber wie gesagt, wir würden dann im Nachgang nochmal schauen. Jetzt noch wichtige Themen, es kommt hier. Zum einen können Sie hier über den QR-Code unseren Sondernewsletter nochmal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und es soll natürlich auch nicht zum Lasten für Sie sein. Zum einen bekommen Sie immer interessante Einblicke in die Hiscox-Welt und zum anderen haben Sie auch die Möglichkeit, über ein Gewinnspiel an einem schönen Preiswettbewerb an einer Jochen Schweizer Wellness-Wochenende Ausschreibung mit teilzunehmen. Zum einen hier die Möglichkeit und auch ein Gewinn könnte Ihnen blühen beim Hiscox-Quiz, was mein Kollege Herr Polker hat es eigentlich schon Hypotheker, beide mit P, und meine Wenigkeit machen, wo Sie auch eine schöne Überraschungsbox der Hiscox gewinnen können. Jetzt habe ich gesehen, last but not least, wir können doch eine Frage stellen. Das würde ich jetzt nochmal an meine Kollegin, die Frau Zucker, abgeben, bevor wir uns dann wirklich endgültig von Ihnen verabschieden. Genau, eine Frage schnappen wir uns noch raus und den Rest beantworten wir gerne im Nachgang. Und zwar kam die Frage rein, kann man Ferienimmobilien weltweit versichern? Also unser Produkt ist auf die geografischen Grenzen Europas ausgerichtet. Wenn Sie einen Kunden haben, einen High-Net-Worth-Kunden, der mit seinem gesamten Hausrat, seinem Gebäude bei uns versichert ist und dann weltweit noch eine Zweitwohnung in, ich weiß nicht, New York zum Beispiel hat und da ein bisschen Hausrat versichert werden soll, dann kriegen wir das auch dargestellt in einer Haus- und Kunstpolice. Ja, das Ferienimmobilienprodukt an sich ist für Europa ausgelegt. Wunderbar. Dann hätten wir das also auch. Das wäre auch eine Frage, die Sie natürlich auch jederzeit persönlich im Dialog mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Underwritern klären können. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat uns sehr gefreut, Ihnen einen kurzen Überblick über die spannende Welt der gehobenen Privatkunden und der Hiscox aufzeigen zu dürfen. Und wir freuen uns schon auf weitere zukünftige Gespräche mit Ihnen und natürlich auch zahlreiche Angebotsanfragen. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Wiederschauen.